Ja, dass wir an einer katholischen Akademie sind, sieht man, dass das, ich habe da gar nicht so aufgepasst, mir vorgegebene Thema sozialethische Einordnung war. Das widerspiegelt so ein bisschen eine Tradition in der katholischen Theologie. Auf der einen Seite einen Lehrstuhl für Moraltheologie, für die fundamentalen Fragen zu haben und dann noch einen zweiten für Sozialethik, der sich dann ein bisschen anders orientiert. Ich bin erstens gebürtiger Ostwestfale und Protestant und habe insofern damit nicht so viel zu tun. Aber wichtiger ist, dass ich Ihnen gerne eine umfassende ethische Einordnung aus meiner Perspektive gerne geben möchte, in der aber das, was die Sozialethik macht, nämlich nach den gesellschaftlichen Normen und Werten fragen, wie wir zusammenleben wollen, selbstverständlich zentral und fundamental ist. Ich habe im Folgenden vor, jetzt in 5 Schritten Ihnen zunächst mal etwas allgemeiner was zu sagen zu Fragen der ethischen Beurteilung neuer Technologien. Und mir ist hier die Botschaft wichtig, dass gleich vorab, dass wir uns die Ziele, die Mittel und den Kontext anschauen und nicht nur Technik induziert die Folgen diskutieren. Das ist in der Gentechnik-Debatte immer wieder mal der Fall, sowohl in der sogenannten Debatte um die alte Gentechnik als auch um die neuen Gentechniken. Dann will ich über die Ziele ein bisschen was erzählen, über Gentechnik und Naturbegriffe. Da werden Sie alte Positionen wiedererkennen, diejenigen, die schon länger in der Debatte sind. Möchte dann noch mal über die Frage Gentechnik natürlich oder nicht ein bisschen eher technikphilosophisch was sagen und zum Schluss einige vielleicht strittiges nennen, aber auch einige klare Perspektiven für die Debatte. Vorab, das muss ich immer wieder sagen, ich unterscheide begrifflich Moral und Ethik. Oft wird das gleichgesetzt, es ist aber nicht ganz unwichtig, das vielleicht doch zu differenzieren. Also Moral, das ist das, was wir alle als Individuen, als Kollektive haben, Vorstellungen des guten und des richtigen Handelns. Es gibt einen altertümlichen Ausdruck, dass Moral die gelebte Sittlichkeit ist. Und moralisch richtig ist das, was auch um seiner selbst willen getan sein soll und nicht nur zu einem anderen Zweck. Darüber ließe sich jetzt lange reden. Und die Ethik ist dann die Reflexionstheorie der Moral. Ethik ist eine wissenschaftliche Disziplin. Selbstverständlich ist die Grenze hier nicht absolut, weil jede und jeder über Moral reflektiert. Wenn wir dann systematisch nach gerechtfertigten Begründungen eines Sollens oder eines Wertes fragen, dann betreiben wir Ethik in diesem Sinne. Und die normative Ethik, die untersucht eben genau die Stichhaltigkeit der Gründe für bestimmte moralische Verpflichtungen oder Wertungen. Und das bedeutet auch, das ist meine Botschaft auf dieser Folie hier, Ethikerinnen und Ethiker haben Expertise für Moralphilosophie und sind nicht Moralapostel. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das heißt, wir sind nicht dazu da, Moral zu verkünden, sondern moralkritisch in ihren Begründungen zu reflektieren. Die Besonderheit der Ethik, die wir auch mit Bezug auf die Gentechniken hier bearbeiten, sind folgende. Wir sind ja mitten in einem gesellschaftlichen Problemfeld, das immer hohe Entscheidungsdrücke hat. Es war davon schon die Rede, Verlust der Biodiversität, Klimakrise, Fragen der Hightech-Medizin, der Energieversorgung und vieles mehr. Und dafür brauchen wir empirisches, wissenschaftliches, naturwissenschaftliches, technikwissenschaftliches, aber auch sozialwissenschaftliches und kulturwissenschaftliches Wissen. Und dieses Wissen, davon haben Sie in den beiden Vorträgen zuvor auch schon einiges gehört. Ohne das lässt sich nicht qualifiziert über solche Fragen weiter diskutieren. Wir brauchen aber dann eine Verknüpfung dieser Wissensbestände mit Bewertungs- und mit Normsetzungsfragen. Und damit kommen dann die Ethik, das Recht, aber auch die politische Ökonomie ins Spiel. Politische Ökonomie wird gerne als wertfreie Wissenschaft verstanden. Da muss ich die Kolleginnen und Kollegen immer so ein bisschen enttäuschen.
auch die Ökonomie, auch die Ökonomik als Wissenschaft hat starke normative und wertende Komponenten. Wir kommen dann zu sowas wie gemischten Urteilen, indem wir eben das wissenschaftliche, empirische Wissen und die Normsetzungsaspekte in gemischten Urteilen miteinander verknüpfen. Das bedeutet immer so ganz generelle Aussagen, dies und jenes ist moralisch böse. Das bezieht sich im Grunde genommen immer nur auf besondere Extremfälle, in denen wir tatsächlich sehr generell sagen können, dass etwas moralisch absolut wünschenswert oder absolut nicht wünschenswert ist. Aber es gibt auch diese Fälle, beispielsweise im Kontext von Menschenrechten, sind wir genau in der Situation, dass wir sehr generell bestimmte Dinge sagen können. Wenn wir in interdisziplinäre Felder reinkommen, ist das meistens nicht so ganz simpel. Also nochmal, die normative Basis dessen, was wir tun, ist genau nicht beliebig. Wir haben uns auf, und zwar als Weltgesellschaft, auf Menschenrechte, auf Umweltschutz, auf die Sustainable Development Goals geeinigt und auf denen können wir weiterarbeiten. Nun, wenn wir Technikentwicklungen beurteilen wollen, dann sollten wir mit ein paar Punkten uns befassen. Und wenn wir eine ethische Beurteilung vornehmen wollen, dann müssen wir eben sowohl die Ziele der Technik in den Blick nehmen. Wozu sollen diese Techniken eigentlich dienen? Welchem Ziel? Wir müssen uns über die Mittel, um diese Zwecke zu erreichen, befassen, denn wir wollen nicht dabei stehen bleiben, dass sozusagen jedes Mittel den Zweck heiligt oder umgekehrt. Das ist genau das, was uns ja nicht wirklich überzeugt in der Ethik. Und wir müssen selbstverständlich die möglichen Folgen und Nebenfolgen berücksichtigen und den gesamtgesellschaftlichen Kontext, in den die Technologie eingebettet ist. Und nur in dieser Kombination dieser vier Punkte kommen wir, glaube ich, sowohl in der Ethik als auch in der politischen Debatte weiter, wenn wir uns über die Regulierung und den Umgang auch mit den neuen Gentechniken in der Landwirtschaft befassen wollen. Ganz wichtig, oftmals wird die Gentechnikdebatte reduziert auf mögliche direkte Risiken. Also direkte Risiken für die Gesundheit von Menschen oder für die Umwelt. Das ist eine zentrale und wichtige Position, aber das ist nicht das Einzige. Und wir sollten uns nicht einfangen lassen, die Gentechnikdebatte auf diese direkten Risiken zu reduzieren. Wir brauchen sie, aber es ist eben nicht das Einzige. Wenn wir Technikethik ethisch bewerten wollen, können wir so mittlere Prinzipien zugrunde legen und mal eben die Techniken befragen hinsichtlich der Frage der gesundheitlichen Verträglichkeit für Menschen, aber auch der Umwelt-, Mitwelt- oder Naturverträglichkeit dieser Techniken im Kontext. Selbstverständlich auch die ökonomische hinsichtlich der Folgen und Nebenfolgen, auch der sozialen Dimension. Das sind jetzt sehr allgemeine Kriterien, aber die sind nicht beliebig. Und wenn wir mit solchen mehreren Kriterien an bestimmte Fragen der Technikentwicklung rangehen, dann kommt da nichts Beliebiges raus, sondern dann kriegen wir gut begründete Einschätzungen. Und schließlich, ich nenne das nochmal ausdrücklich dazu, die Übereinstimmung mit grundlegenden ethischen und politischen Prinzipien. Beispielsweise ist das in der Bioethik ein großes Thema hinsichtlich der Klonierung von Menschen und der Keimbahn-Gentherapie. Ob da nicht tatsächlich grundlegende ethische Prinzipien des Menschseins in Frage gestellt werden. Das ist nicht unser Thema heute. Ich will das Ihnen hier nur kurz noch vorstellen. Wenn wir diese Dinge integrativ betrachten, haben wir im Grunde genommen auch eine Perspektive, die man in einer anderen Redeweise im Kontext der nachhaltigen Entwicklung findet. Wenn Sie sich die SDGs angucken, dann sind diese Punkte auch hier immer zugrunde gelegt. Mit diesem Set an Kriterien können wir also dann arbeiten, wenn wir uns mit bestimmten Fragen beschäftigen wollen. Man kann dann noch Vorzugsregeln einer Technikbewertung entwickeln. Das ist im Anschluss an den Philosophen Hans Jonas von meiner Freiburger Kollegin übrigens, früher Tübingen, jetzt Freiburg, Barbara Skoropinski, schon vor längerer Zeit ausgearbeitet worden in einem Buch zur Gentechnik in der Landwirtschaft, ist heute noch sehr lesenswert.
Und das klingt dann auch erstmal zunächst fast trivial, aber wenn wir das ernst nehmen, bekommen wir auch noch mal gute Kriterien. Reversible Folgen sind irreversiblen vorzuziehen. Das hat natürlich erhebliche Implikationen für die Frage von sowohl experimentellen Freisetzungsversuchen als auch und vor allem von kommerziellem Inverkehrbringen von transgenen Produkten. Langfristige Folgen sind mindestens genauso zu beachten wie kurzfristige. Vieles kommt Ihnen da sicherlich vertraut vor, aber dass gute Prinzipien lange bekannt sind, heißt ja nicht, dass wir sie nicht mehr anwenden sollten. Vielleicht sollten wir uns lieber wieder nochmal an sie erinnern, im Kontext dessen, was wir Verantwortung für künftige Generationen auch nennen. Bei Ungewissheit über die Folgen sollten wir die Anwendung eher verlangsamen. Das entspricht dem Vorsorgeprinzip im weitesten Sinne. Und in diesem Zusammenhang sehe ich persönlich auch die Einstufung der neuen Gentechniken in das alte Gentechnikrecht, wenn man das so sagen will, durchaus auch als folgerichtig. Nicht nur juristisch, sondern auch politisch zu sagen, wir wissen das noch nicht genau, also sollten wir das auch klug regulieren und da nicht zu schnell vorangaloppieren. Und schließlich, darüber wurde auch schon gesprochen, präventive Lösungen sind nachträglichen vorzuziehen, also auf der Ursachenebene zu operieren und nicht auf der Symptomkurierungsebene. Also Barbara Skoropinski 1996, das ist immer noch sehr lesenswert. Sie hat sich damit damals vor allem auch mit Bacillus thuringiensis Gentechnik beschäftigt und eben diese allgemeineren Prinzipien da auch mal dargelegt und entwickelt. Das Vorsorgeprinzip ist ein ganz zentraler Punkt der ethischen Technikbewertung. Es ist nicht das einzige. Ich nenne das hier noch mal kurz. Auch das entstammt dem Rio-Gipfel von 92 und wurde dann immer wieder auch noch konkretisiert im Kontext der Europäischen Gemeinschaft beispielsweise. Also der Punkt ist der, selbstverständlich müssen wir die wissenschaftliche Bewertung von Risiken umfassend wie möglich betreiben. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, müssen wir uns auch Aufschluss geben über das Ausmaß von Unsicherheit. Und das bedeutet, wir müssen diese Art von Unsicherheit akzeptieren und können nicht sagen, wir können jetzt leider noch nichts tun, in welche Richtung auch immer, weil wir noch nicht alles wissen. Die gesamte Debatte über die Frage, wie wir uns in der Pandemie verhandeln, ist fundamental eine Debatte von politischen Entscheidungen, die jetzt nötig sind unter gleichzeitigen großen Unsicherheitsbedingungen. Und analog gilt das auch für die Debatte um die Gentechnik. Und der Witz ist jetzt eben beim Vorsorgeprinzip, dass ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund dafür ist, etwas zu tun, um mögliche Folgen, die wir noch nicht sicher voraussagen können, für die wir aber begründete Anhaltspunkte haben, die bereits zu berücksichtigen. Und damit sind wir in dem Bereich eben einer Vorsorgepolitik. Ein zentraler Punkt auch der Frage der Evaluation neuer Techniken, nicht der einzige, das hatte ich schon betont. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir Technikentwicklung betreiben wollen, dann sind wir gut beraten, Betroffene bzw. InteressenträgerInnen, das ist nicht dasselbe. Also nicht alle Betroffenen sind Stakeholder und nicht alle Stakeholder sind Betroffene, das ist nicht ganz unwichtig. Wir müssen sie einbeziehen, wir müssen also die Interessengruppen, wir müssen aber auch die Zivilgesellschaft in solche Such- und Entscheidungsprozesse einbeziehen. Die Debatte um die Gentechnik in Deutschland ist da meines Erachtens in den letzten Jahrzehnten gar nicht so schlecht gelaufen, weil sie eben nicht reduziert wurde auf so einen ExpertInnen-Diskurs. Und das halte ich persönlich für richtig. Die Suche nach alternativen Problemlösungen muss Teil der Technikentwicklung sein. Vorbeugende und vorsorgende Maßnahmen, das habe ich schon genannt. Und schließlich jetzt hier nochmal wiederholt die umfassende Berücksichtigung der Ziele und der Mittel und nicht nur der möglichen Folgen. Ja.
Zum Teil ist deshalb, glaube ich, die Diskussion um neue Gentechniken und neue Regeln noch nicht bei allen und oftmals auch vor allem nicht öffentlich auf dem Stand, der wünschenswert ist. Ich habe mich sehr gewundert, das erlaube ich mir als persönlichen Kommentar darüber, wie auch die sogenannten Qualitätszeitungen dieses EuGH-Urteil zur rechtlichen Regulierung ja, beschimpft haben. Ich glaube, man hat hier einige sachliche Irrtümer gehabt und da also auf die Pauke gehauen, weil man sich genau über diese umfassenden Perspektiven gar keine Gedanken mehr gemacht hat. Ich komme zu einzelnen Punkten gleich noch. Ja, ich glaube, ich muss den meisten von Ihnen diese Folie nicht zeigen, aber ich muss sie eben doch zeigen, weil wer schon länger in der Diskussion dabei ist, kennt das als so ein Murmeltier, das also jedes Jahr wieder grüßt, nämlich dass die Gentechnik eingesetzt wird, um den Welthunger zu lindern oder zu heilen. Es gibt inzwischen genügend gute Untersuchungen, dass das nicht der Fall sein wird. Gentechnik ist nicht zwingend nötig, um den Welthunger zu bekämpfen, weil eben die Ursachen woanders liegen als in der bloßen Zahl produzierter Kalorien und ihrer Effizienz. Das hat was mit der Frage Anbaufrüchte, Cash Crops versus lokale Subsistenz zu tun. Es hat was mit den Verlusten in der sogenannten Wertschöpfungskette zu tun. Also die Frage der Veredelung oder Nichtveredelung, Anteil des Fleischkonsums. Das Sojathema wurde heute schon erwähnt. Und das Sojathema ist ein Thema einer auf Fleischproduktion setzenden Landwirtschaft und Konsumkette. Und die Themen des Food Loss und Food Waste und selbstverständlich die Verteilung von Macht, Land und Geld. Es gibt eben Arbeiten, die sind jetzt gute 40 Jahre alt, die haben das seinerzeit schon herausgearbeitet. Der Weltagrarbericht wiederholt das. Und wenn wir uns politisch über dieses Thema unterhalten, sollten wir so seriös sein und sagen, dass wie auch immer wir zu den neuen Gentechniken stehen, aber sie sind nicht das Instrument, um den fürchterlichen Hunger in der Welt zu bekämpfen. Das kann wirklich niemand und sollte auch niemand mehr seriös sagen. Sie hören es aber doch allhäck, wie man hier sozusagen pflegt. Zweitens, und jetzt gehe ich so ein bisschen auf so eine Vogelperspektive, wenn wir uns die Diskussion um die Gentechnik angucken, dann müssen wir uns bei den Zielen so ein bisschen davor hüten, die normative Kraft des Fiktionalen zu stark zu sehen. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, dass wir annehmen, wir werden in Zukunft vielleicht mit den neuen Gentechniken trockenheits- und salzresistente, wunderbar produktive Nutzpflanzen haben. Das ist aber im Moment gar nicht der Fall. Es wurde auch schon gesagt, wo da das Problem liegt. Wenn wir dann aber so tun, als hätte die Gentechnik heute schon die Lösung, die technisch noch gar nicht da ist und möglicherweise aus züchterischen und biologischen Gründen auch gar nicht erreichbar ist, weil es immer Trade-offs gibt in den Merkmalen der Züchtung, dann haben wir ein bisschen das Problem, dass wir Lösungsmöglichkeiten glauben, ohne deren Realistik und deren Zeitschema wirklich gut zu kennen. Auch das wurde schon erwähnt, zahlreiche Versprechungen der alten Gentechnik wurden in den letzten 3 bis 4 Jahrzehnten nicht verwirklicht. Und das bedeutet, wir haben manchmal Effekte im Diskurs, ohne Effekte in wirklichen Organismen je gesehen zu haben. Also wir reden darüber, als hätten wir bestimmte, vielleicht auch sehr wünschenswerte Pflanzen schon, aber wir haben sie gar nicht. Und das ist eine Geschichte, die Dietmar Mieth, und der ist wirklich ein Sozialethiker und Gründer des Tübinger Ethikzentrums, eben die normative Kraft des Fiktionalen genannt hat. Das ist ein Punkt, über den wir uns immer wieder auch Gedanken machen müssen, weil das eben keine gute Grundlage für rationale Entscheidungen ist. Jetzt will meine Präsentation gerade nicht weiter. Ah, doch. Ich komme jetzt hier, das mache ich ganz kurz, nochmal auf diese Frage von Natur- und Technikbegriffen in der Gentechnikdebatte. Wir haben zwei extreme Punkte. Für eines steht Ernst Ulrich von Weizsäcker, der sagt, wir haben neue technische Mittel,
die sind naturfern. Damit sind Risikopotenziale verbunden und damit tragen wir eine besondere Verantwortung. Wir machen eben vielleicht schon Dinge, die der natürlichen Evolution nicht ganz fremd sind. Das wäre ja komisch. Aber wir tun genau Dinge, die bisher in der natürlichen Evolution genau nicht stattgefunden haben. Sonst bräuchten wir das ja nicht. Und das ist genau der Punkt zu sagen, wir machen eigentlich etwas, selbst wenn die Prozesse vergleichbar sind, das naturfern ist. Das ist die eine Position. Und die andere Position sagt, naja, Evolution ist nichts anderes als biologische Gentechnik oder vice versa. Ich habe Ihnen alte Zitate mitgebracht und ich kann Ihnen sagen, die Diskussion ist heute genau auf demselben Stand. Die Gegenposition sagt eben, Technik ist doch nichts anderes als Natur. Damit ist das, was wir in der Technik machen, naturidentisch. Und dann wird oft gesagt, naja, das heißt doch, dass wir im Grunde genommen auf der sicheren Seite sind und ganz verantwortlich arbeiten. Ich spitze das jetzt sehr zu auf diese zwei Extrempositionen, um Ihnen nochmal zu zeigen, dass da gewisse Schwierigkeiten liegen. Und wir müssen uns klar machen, also diese Art von Debatten haben sich nicht groß geändert. Und was ist jetzt der Punkt, der auch schon erwähnt wurde? Es gibt möglicherweise eine empirische Einschränkung. Nämlich, es dürfte sehr viel schwieriger werden, den Objekten ihre Technizität im Endprodukt anzusehen bzw. nachzuweisen. Auch das stimmt zum Teil nicht ganz. Also die Behauptung, dass wir mit den neuen Gentechniken immer und überall transgene Produkte produzieren können, bei denen wir überhaupt nicht mehr sehen können, dass sie modifiziert sind, stimmt in der Absolutheit auch nicht, aber selbstverständlich, es würde schwieriger werden. So, und dann sind wir bei einer ganz alten Debatte, nämlich die Frage, wollen wir uns eigentlich Produkte oder Prozesse angucken? Und das sind wichtige Fragen. Ich mache mal einen Schritt weiter. Was ist eigentlich naturidentisch? Also, ich fange nochmal an einem Punkt an, der vorhin schon von meiner Vorrednerin erwähnt wurde. Wir glauben ja oft, dass wir, wenn wir die Gene kennen, das Leben und die Natur kennen. Es gibt aus den letzten 40 Jahren immer so Bemerkungen, dass Leben Gentechnik ist. Naja, diese Betrachtung, wenn sie es denn je war, ist nicht mehr Stand der biophilosophischen Betrachtung. Wir wissen inzwischen, dass Gene ohne ihre Kontexte in der Zelle, im Organismus und in der Umwelt gar nichts sind. Und deshalb ist diese Idee zu glauben, wenn wir die Gene kontrollieren können, dann können wir den gesamten Organismus kontrollieren, auch wenn man so will, biotheoretisch einfach nicht mehr Stand der Dinge. Zweitens, wir müssen uns davon verabschieden, in viel zu einfachen binären Kategorien zu denken. Zu sagen, entweder etwas ist natürlich oder es ist unnatürlich. Das war auch schon immer falsch. Wir können sehr wohl Formen des Gemachten voneinander unterscheiden. Wir können also Natürlichkeitsgrade identifizieren. Meine Kollegin Nicole Karaphyllis hat mit dem Konzept der Biofakte da sehr schöne graduelle Modelle vorgeschlagen und Johann Achatz und Leona Litterst haben in dem Kontext auch einiges nochmal erarbeitet. Also was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, auch die Gentechnikdebatte sollten wir nicht so führen, entweder es ist natürlich oder es ist unnatürlich, sondern wir müssen uns genauer angucken, was wird gemacht und wie gemacht. Und jetzt kommt das Interessanteste. Wenn wir gentechnisch, sagen wir mal, bleiben wir mal auf der Genomebene, wenn wir ein Genom identifizieren, das uns naturidentisch erscheint, das aber stark gentechnisch kokonstruiert ist, dann ist das Technische zwar nicht mehr sichtbar im Produkt, bei größter Eingriffstiefe, aber damit ist das Produkt ja gerade nicht eine technikfreie Natur geworden, sondern es ist ein hochtechnisches, naturidentisches Produkt. Und dann zu behaupten, ja, aber dann ist es doch natürlich, das ist mit Verlaub ein philosophischer Kategorienfehler. Und das bedeutet, wenn wir uns Produkte angucken, die naturidentisch aussehen, und Sie kennen das alle von den Auszeichnungen in irgendwelchen Lebensmittelverpackungen, naturidentische Aromastoffe. Warum steht da naturidentisch? Weil darauf hingewiesen wird, dass der Herstellungsprozess ein anderer ist. Und dieses Wissen sollten wir füglich auch
im Kontext der Gentechnik weiter haben. Weil eben mal völlig unabhängig davon, ob die Produkte sich tatsächlich identisch verhalten, ob wir vielleicht noch nicht übersehen haben, dass es eben doch keine identischen Genome sind, sondern wir möglicherweise irgendwo Off-Target-Effekte haben. Davon war alles schon die Rede. Also unabhängig von all diesen Geschichten müssen wir sagen, wir galoppieren begrifflich in die falsche Richtung, wenn wir das technisch hergestellte Naturidentische als Natur bezeichnen. Also das ist einfach begrifflich nicht überzeugend. Okay. Dazu hat meine Vorrednerin schon sehr viel gesagt, oder auch es wurde auch im ersten Vortrag darauf hingewiesen, dass die GVOs sich eben anders in der, auch gerade in der Produktion von Nutzpflanzen in der Züchtung entwickelt haben, weil sie raus sind von der Interaktionsdynamik im Agrar- oder Forstsystem, dass wir die langsame Eigenveränderung von Organismen einschließlich Mutationsraten, die hoch sind im Freiland, nicht gleichsetzen sollten mit massenhafter Ausbringung im Kontext der Kommerzialisierung, des Inverkehrbringens und schließlich, klingt trivial, ist es aber nicht, im Gegensatz zur Eigengesetzlichkeit der Natur sind Menschen schlicht und ergreifend verantwortlich und rechenschaftspflichtig für ihre Eingriffe in die Dynamik der Natur. Ich komme zu den Schlussthesen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass die Diskussion um die Folgen und Nebenfolgen auch der neuen Gentechniken durchaus strittig sind. Ich möchte darauf hinweisen, dass dies keine naturwissenschaftliche Frage allein ist, sondern dass wir hier ein fächerübergreifendes Vorgehen auch jenseits der Naturwissenschaften brauchen. Also wenn es denn neue, darauf wurde auch schon hingewiesen, wenn wir denn so etwas wie Sicherheitsforschung zu den neuen Gentechniken machen, dann muss die zwingend fächerübergreifend sein. Da reicht die Molekularbiologie und die molekulare Züchtungsforschung alleine nicht aus, sondern da müssen wir zunächst einmal innerhalb der Naturwissenschaften mal Leute aus der Ökologie mit einbeziehen, aber wir müssen darüber hinaus eben auch die Geistes- und Sozialwissenschaften mit einbeziehen in umfassende Fragen zu Folgen und Nebenfolgen. Dass es durchaus unterschiedliche Folgen- und Risikoeinschätzungen, gerade mit Bezug auf neue Gentechniken, beispielsweise Gene Drives, gibt, darauf möchte ich hier nur hinweisen, da gibt es entsprechende Publikationen. Und das ist ein bisschen ein anderer Punkt. Der steht hier eigentlich auf der Folie so ein bisschen falsch, tut mir leid. Wir müssen uns auch überlegen, wie wir öffentlich über diese Fragen sprechen. Und zwar öffentlich im Sinne von Schaukämpfe inszenieren oder ob wir nicht andere Formate finden, dass wir nicht immer wieder sozusagen mit dieser Konfrontation pro-contra in relativ unproduktive Debatten reingehen. Das ist aber ein anderer Aspekt. Ich bitte Sie, hier jetzt vor allem die anderen Aspekte zu den Folgen und Nebenfolgen zu beachten. Das mit den Formaten ist eine Nebenbemerkung. Ja, dann, hat, glaube ich, jetzt noch niemand gesagt. Da bin ich ja froh, dass ich das jetzt mal sagen kann, auch mehr als Biologe als Ethiker. Wenn und weil wir eine kleinräumige Landwirtschaft haben, dann müssen wir uns natürlich fragen, ob gentechnikbasierte Landwirtschaft und Gentechnikfreiheit eigentlich in der Praxis kompatibel sind. Und meine vorsichtige Antwort ist wohl sehr schwer. Also zumindest, wenn wir Nutzpflanzen haben, die von Insekten besucht werden, die dann Materialien umeinander bringen, wenn wir natürliche Kreuzungspartner haben, wenn wir und so weiter, also all diese Aspekte haben, dann haben wir tatsächlich ein Problem, wenn wir uns politisch für gentechnikfreie Regionen entschieden haben. Was machen wir in den Randbereichen? Was machen wir in den Schutzgebieten hinsichtlich des Transportes von Transgenen? Und das gilt meines Erachtens auch schon für den innerartlichen Cis-Gentransfer. Also den Transfer
sagen wir mal, von bestimmten Resistenzgenen innerhalb unterschiedlicher Apfelsorten. Selbst das ist ein Thema, aber selbstverständlich extrem gilt diese Frage für tatsächliche transgene Konstrukte oder Gene Drives. Ich persönlich muss sagen, also der Einsatz von Gene Drives ist meines Erachtens Stand heute vollständig unverantwortlich. Also Gene Drives, die Idee, massenhaft Organismen auszubringen, um andere Schadorganismen auszurotten oder sowas ähnliches. Gut, das ist jetzt ein sehr langes Zitat, das lese ich Ihnen nicht vor. Was ist damit, was ist der Kern dieses Punktes? Technik ist nicht nur angewandte Naturwissenschaft und Erfindungskunst, sondern Technik ist soziale Praxis. Das heißt, wir müssen viel mehr darüber nachdenken, nicht bestimmte technische Systeme zu perfektionieren, sondern zu überlegen, in welchem Kontext stehen diese technischen Systeme eigentlich mit unseren sozialen Zielen. Und das bedeutet, dass wir eben tatsächlich Technik als gesellschaftspolitische Praxis verstehen müssen. Und ich muss noch mal sagen, ich bin gar nicht so unglücklich über die Diskussion der Gentechnik in Deutschland in den letzten 30 Jahren, weil eigentlich an der Stelle immer sehr stark, nicht von allen und nicht immer, dieser Aspekt auch berücksichtigt wurde. Ich bin fertig, das ist die letzte Folie, noch mal etwas zusammengefasst. Die neuen Gentechniken in der Diskussion. Dabei geht es meines Erachtens nicht so sehr um die Gentechnik isoliert als Methode. Es geht auch um sie, aber es geht um ihren Einsatz im Kontext. Nämlich in welches Gesamtkonzept von Landwirtschaft und von Wirtschaft sollen diese neuen Gentechniken eigentlich eingebunden sein. Das wurde vorhin auch schon von meiner Vorrednerin betont. Und dann sind eben die Fragen, wenn wir über die Ausrichtung der Landwirtschaft insgesamt diskutieren, weil wir ohnehin über Agrarpolitik diskutieren, weil wir über Biodiversitätsschutz in der vor allem der europäischen Agrarlandschaft diskutieren müssen, dann sollten wir uns fragen, ob dieser Business as usual eigentlich noch zukunftsfähig ist. Die Antwort ist eigentlich seit vielen Jahren oder Jahrzehnten nein. Oder muss es in andere Richtungen gehen? Und wenn es in andere Richtungen gehen muss oder auch nicht, dann müssen wir die Frage stellen, was fördern eigentlich diese neuen Züchtungstechniken in der landwirtschaftlichen Praxis? Fördern sie eher das Business-as-usual-Modell, was auf bestimmten Prinzipien basiert, großmaßstäblich, kapital- und maschinenintensiv, auch patentbasiert? Oder kann es in Richtung einer anderen Art von Landnutzung gehen, die sich nicht diesen Prinzipien unterwirft, und wie und wann und wo passen da eigentlich die neuen Gentechniken rein? Und das ist ein Punkt, über den wir weiter gesellschaftlich diskutieren müssen. Vielen herzlichen Dank.